Habt ihr das auch schon mal gehabt? Ihr wollt einsteigen an so einen MAN A21 Baujahr 2010 und Lenkrad steht so. Jetzt werdet ihr sagen, klar müssen wir das. Einfach den Knopf drücken und dann kriegen wir das eingestellt. Ja, Pustekuchen. Der besagte weiße Knopf ist dafür da, man tretet da drauf. Dann kann man das Lenkrad hier mit dem ganzen VDV hoch und runter eben halt sich einstellen. Es muss natürlich die Feststellbremse angezogen sein. Was wir haben, ob er jetzt läuft oder nicht läuft, ist nicht schlimm. Es tut sich nichts. Ich habe bei diesem Modell auf jeden Fall festgestellt, schaut mal, wenn man die Haltestellenbremse rein tut und dann den Knopf drückt, dann kann man das alles, wie ihr sehen könnt, hoch, runter feststellen. Habe ich auch noch nie gehabt. Vielleicht entweder bei diesem Modell oder an diesem Bus nur so. Ja.